So, ich mich schön. Recht, ja. Ja, da ich ja, setze okay. mich. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie nach 6 Monaten Corona-bedingter Pause mal wieder hier begrüßen. Freut mich, in so ganz anderer Konstellation, auch mit weniger. Ja, wer mal schon da war, weiß ja, da ist sonst alles bestuhlt und zum Teil ja auch gefüllt. Wir denken, dass es einige mit dem Stream dann versuchen oder zu Hause sitzen. Und das ist ja dann auch okay. Aber schön, dass Sie hierher gefunden haben und zu einem Thema, das ja einfach sehr wichtig ist, das nicht vergessen werden sollte. Das heißt ja auch, der Titel des Abends: Demenz und Alzheimer, helfen und nicht vergessen. Damit gemeint ist natürlich das Thema nicht vergessen, aber auch die Menschen, die erkrankt sind, nicht vergessen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt bei gerade dieser Erkrankung. Nun, die Frage des Vergessens, der Vergesslichkeit, das ist ja etwas, was uns im Alltag immer wieder begleitet. Wer hat nicht schon mal selbst Schwierigkeiten mit Vergesslichkeit und wer ist auch mal nicht so ganz bei der Sache, nicht ganz konzentriert oder kann auch mal die richtigen Worte nicht finden. Ja, das führt dann oft zu einem Gang zum Arzt, zum Hausarzt, Hausärztin und mit der Frage und Angst natürlich auch, was steckt dahinter. Nun, nicht alles ist Alzheimer. Es wird ja ironisch so gesagt häufig, aber natürlich ist es das nicht. Und es muss nicht mal eine gewisse Vergesslichkeit im Laufe des Lebens gleich ein Zeichen einer beginnenden Hirnleistungsstörung sein. Und trotzdem kann natürlich das ein Symptom sein. Daraus verändert sich etwas im Hirn und das muss natürlich deshalb auch ernst genommen werden. Eines kann man feststellen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass das Thema Demenz zugenommen hat bei den Menschen, sind mehr Menschen betroffen. Nun kann man natürlich sagen, weil sie auch älter werden und sicherlich ist die Wahrscheinlichkeit, an Demenz unterschiedlicher Art zu erkranken, steigt mit dem Lebensalter. Aber das Alter ist nicht die alleinige Erklärung. Es gibt sicher genetische Faktoren, die eine Rolle spielen. Und es treten auch andere dazu, die gerade heute Abend auch eine Rolle spielen sollen. Eine Ernährung, die nicht gesund ist, in Anführungszeichen, und die damit auch verbindet, die eine negative Beeinflussung unserer Verdauung, des Darmmilieus zum Beispiel. Dann kann man sicher darüber auch nachdenken und informieren, inwieweit bestimmte Umweltgifte eine Rolle spielen, inwieweit auch der sogenannte chronische Stress unseres hektischen Lebens eine Rolle spielt. Also alles das sind Faktoren, die vielleicht früher oder bisher nicht so im Blick waren. Ich weiß auch, wir hatten hier 2 Veranstaltungen zum Thema Alzheimer bereits. Da spielte das nicht so eine Rolle. Da war eher noch so 2004, 2008 so im Vordergrund gestanden. Man hat doch jetzt endlich die Pille gefunden, die die Demenz aufhält. Aber leider ist man da bis heute doch enttäuscht worden. Nun, diese Erkrankung, je nachdem, welche Ursache sie genau hat, ist ein schleichender Prozess und schließlich aber ist es eben dann doch eine Diagnose, die man stellt und die Betroffenen natürlich doch nicht nur erschreckt, sondern auch die auch ihr Leben verändert, die Verunsicherung, Angst und Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit hervorruft und nicht zuletzt die Menschen selbst, sondern auch die Angehörigen fragen, was wird aus ihm? Wie können wir helfen? Das ist, glaube ich, eine häufig gestellte zentrale Frage. Und da muss man auch sagen, nach wie vor fehlen dann doch auch die kompetenten Ansprechpartner. Ich stelle mir das vor und weiß, habe natürlich auch Patienten, die in einer Demenz leben, wie furchtbar das ist, wenn man zunächst mal die fremde Umgebung nicht mehr so erkennt und sich da nicht mehr zurechtfindet und schließlich auch die vertraute Umgebung nicht mehr. Also das muss, auch wenn man das irgendwann nicht mehr so recht wahrnimmt, das ist doch eine furchtbare Entwicklung. Und
deshalb muss man auch sehen, dass man da nicht diese Menschen abschiebt, dass man sie nicht einfach nur als einen Krankheitsfall sieht, an dem sich irgendwas vollzieht. Man denkt, dass der Patient ja gar nicht mehr so sehr davon viel mitbekommt. Das ist aber, glaube ich, ein Trugschluss, und man weiß, viele, die mit Demenzpatienten zusammenarbeiten, dass die sehr wohl sagen, da gibt es Wahrnehmungen von diesem Patienten, selbst wenn sie in einem fortgeschrittenen Stadium sich befinden. Also man sollte diese Menschen nicht aufgeben, man sollte sie auf gar keinen Fall vergessen. Man muss nach wie vor zur Kenntnis nehmen, dass es nicht eine Krankheit ist, wo ich wie gewohnt in anderen Medizinbereichen eine Tablette schlucke und dann wird alles besser. Wir wollen heute Abend hören, was ist möglich, um vielleicht den Krankheitsverlauf etwas zu verlangsamen? Wie kann man helfen? Also das ist doch für die, die vielleicht auch hier sind und Angehörige haben, eine interessante Frage. Am besten ist es natürlich, wenn ich, wie bei anderen Krankheiten auch, Demenz vermeiden kann, wenn ich sie herausschieben kann in der Entwicklung, also wenn Prävention möglich ist. Und das ist auch eine Frage, die uns heute Abend im Besonderen beschäftigen wird. Haben wir früher nicht so die Frage gestellt, und dafür ist hier Herr Dr. Graag da, der auch ein Buch zu dieser Frage geschrieben hat, wie andere Methoden möglich sind, mit Demenz umzugehen oder auch Prävention. Das Alzheimer-Stopp-Programm, ja, das ist hier ein ganz interessantes Buch, muss ich sagen. Und er sieht jetzt eben eine Demenz ja auch nicht nur als eine Störung und Krankheit des Gehirns, sondern als eine systemische Erkrankung, die den Organismus betrifft und bei der dann im Verlauf doch viele krankheitsauslösende Faktoren eine Rolle spielen. Und wir werden uns darüber unterhalten, welche Faktoren sind das, wie kann man das beeinflussen und wie kann man, sage ich mal etwas pointiert, wie kann man das Hirn im Leben gesund erhalten? Das ist eine ganz spannende Frage. Und ich begrüße also nochmal Herrn Dr. Werner Karg. Er ist studierter Psychologe und studierter Mediziner und hat eine eigene Praxis in Wiesbaden, die sowohl psychotherapeutisch, medizinisch, aber vor allen Dingen auch naturheilkundlich orientiert ist. Und er ist zudem Autor von vielen Sachbüchern, nicht nur zum Thema Alzheimer, sondern auch zu anderen. Ich darf Sie also nochmal begrüßen und Ihnen eingangs das Wort geben, auch mit einer Überleitung zu Ihnen. In dem Buch ist gleich am Anfang geschrieben, dass Sie zu dieser Thematik eigentlich besonders gefunden haben, weil Ihr Vater selbst auch an Demenz oder Alzheimer erkrankt ist. Genau. Ja. Vielen Dank. Ja, auch von mir herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie häufig in diesen Veranstaltungen sind die Damen deutlich in der Überzahl. Ich möchte Ihnen heute etwas über Alzheimer erzählen. Und wir werden dann Gelegenheit haben, anschließend noch über den einen oder anderen Punkt zu diskutieren. Und mein Vortrag geht insbesondere dahin, dass ich den weit verbreiteten Pessimismus oder diese Haltung, man kann ja doch nichts machen, dieser Defätismus, dass ich das so ein bisschen aufbrechen möchte. Und die Stoßrichtung meines Vortrages geht dahin, dass ich Ihnen bestimmte Dinge zeigen werde, wie man das Krankheitsbild sehr wohl präventiv als auch kurativ, das heißt also behandelnd, angehen kann. Und dass Alzheimer natürlich keine Krankheit ist, die man gern hat oder die man auf die leichte Schulter nimmt. Aber es besteht eigentlich kein Grund, diesen weit verbreiteten Pessimismus und dieses man kann ja nichts machen, aufrechtzuerhalten. Ja, Alzheimer ist eine ganzheitliche Erkrankung, und Alzheimer ist leider ganz anders, als man sich das bisher so vorgestellt hat. Wie ist mir dann traditionellerweise an dieses Problem herangegangen?
Es gibt ja viele schlaue Leute, Forscher und Mediziner, die sich seit Jahrzehnten mit dieser Problematik beschäftigen. Und die Idee ist immer, dass man auf den Kopf schaut und die Idee dahinter, dass man eine Substanz findet, ein Enzym, eine Aminosäure, ein Peptid, was auch immer. Und wenn wir das gefunden haben, dann können wir das geben, also die Tablette gegen Alzheimer, und dann ist das Problem gelöst. Und genau das wurde also versucht, ungefähr in den letzten 30 Jahren. Und das Ergebnis ist ganz niederschmetternd. Es wurden mehr als 300 Substanzen getestet, mit einem Aufwand von 150 Milliarden Dollar ungefähr. Und das Ergebnis war gleich null. Das heißt, dieses Denken führt in die Irre. Es gibt diese Wundersubstanz nicht und wird es vermutlich auch nie geben. Und deswegen müssen wir andere Wege beschreiten. Etwas salopp ausgedrückt kann man sagen, Alzheimer ist keine Erkrankung des Gehirns, zumindest nicht nur, sondern wir müssen auf den gesamten Organismus gucken. Und hier ist es ein bisschen salopp oder bildlich ausgedrückt, es gibt viele Löcher im Dach, die wir stopfen müssen. Zunächst mal die Frage, ja, wie groß ist das Problem denn überhaupt? Wir haben in Deutschland ungefähr 1,7 Millionen Erkrankte. Und wir sehen, also hier auf diesem Bild, da habe ich mal auseinander gedröselt, die Verteilung zwischen Männern und Frauen. Frauen sind stärker betroffen. Und wenn Sie hier auf dieses Bild mal gucken, dann sehen Sie, bei den sogenannten jungen Alten, also die zwischen 65 und 69, unten links auf der Folie, da sind die Frauen noch in der Minderzahl oder anders ausgedrückt, die Männer stärker betroffen als die Frauen. Aber wenn wir dann in den Altersgruppen nach oben gehen, dann sehen Sie, dass die Frauen also sehr viel stärker betroffen sind und dann in dem hohen Alter 85 bis 89, dass da also bereits fast ein Drittel der Frauen an Demenz erkrankt ist. Woran liegt das? Ja, sind sicherlich mehrere Faktoren, aber es liegt nahe, dass wir hormonelle Einflüsse dahinter sehen. Sprich, Frauen haben relativ guten Schutz bis zur Menopause, auch gegen demenzielle Erkrankungen. Und das ist vermutlich der Grund, weswegen das so ist. Wenn wir uns überlegen, ja, was könnte denn ein Weg sein, wie wir überhaupt das angehen oder wie wir dem Ganzen entgegensteuern, dann müssen wir uns mit Risikofaktoren auseinandersetzen. Und diese Risikofaktoren habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben. Da ist an erster Stelle der Bewegungsmangel. Das heißt, wir sind eigentlich ein Volk von Bewegungsmuffeln oder Bewegungsmuffel geworden. Eindeutig die körperliche Bewegung, das Training ist viel zu wenig im Durchschnitt. Zuckerstoffwechsel ist ganz, ganz wichtig. Wir haben eine steigende Zahl von Diabetikern. Wir sind jetzt ungefähr wir erreichen die 10% der Bevölkerung, die also Diabetes haben. Und der Zuckerstoffwechsel ist ein eindeutiger Risikofaktor für Demenz bzw. für Alzheimer. Dann haben wir den Darm, der wird meistens vergessen. Da werde ich noch mal was zu sagen, aber der Darm kommt sozusagen immer weiter nach vorne in der Wichtigkeit. Und sozusagen explosionsartig wächst hier also das Wissen, wie da die Zusammenhänge sind. Es bestehen eindeutige Verbindungen zwischen dem Gehirn und dem Darm und umgekehrt. Darauf werde ich noch eingehen. Stress natürlich ist ganz klar. Ernährung ist ein großer Faktor. Vitamine, Mineralstoffe, Toxine natürlich. Wir haben auch genetische Veränderungen, beziehungsweise genetische Dispositionen.
Und da ist also ein bestimmtes Gen besonders zu erwähnen, das ist dieses ApoE-Gen. Und wenn, das gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Und wenn Sie eine bestimmte Ausprägung davon haben, nämlich dieses ApoE4-Gen, dann ist das eher ungünstig. Das heißt, es besteht eine Disposition, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gegenüber dem Durchschnitt an Alzheimer zu erkranken. Jeder von uns hat ungefähr ein Alzheimer-Risiko, und zwar über die Lebenszeit gesehen, von 9%. Und wenn Sie dieses ApoE4-Gen haben, das kommt immer im Doppelpack, das heißt, Sie kriegen ein Allel, heißt das heißt eine Ausprägung von der Mutter, eine vom Vater. Und wenn Sie zweimal dieses ApoE4-Gen haben, beziehungsweise die entsprechende Ausprägung, dann ist das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, ungefähr vervierfacht. Also es steigt dann deutlich an. Was macht dieses Gen, beziehungsweise was macht diese genetische Disposition, wenn man nicht gegensteuert oder wenn man Pech hat und sich diese genetische Disposition sozusagen verwirklicht? Dann sehen Sie, dass das so eine Art doppelter Angriff auf unseren Organismus ist. Das heißt, einerseits haben wir toxische Funktionen, die quasi verstärkt werden. Das heißt, das Gehirn atrophiert. Wir haben diese sogenannte Amyloid-Aggregation, sprich also dieses Amyloid. Das ist also quasi diese Ablagerungen im Gehirn, um die es bei Alzheimer geht, das ist einer der pathologischen Vorgänge im Gehirn. Kann man sich so vorstellen, volkstümlich gesprochen, so ähnlich wie Spaghetti-Knäuel, die sich zwischen die Gehirnzellen setzen und damit die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen immer weiter verschlechtern und letztendlich unmöglich machen. Das Gehirn hat Ausfälle dann an bestimmten Stellen und so weiter. Und gleichzeitig macht dieses Gen sozusagen einen Dämpfer auf die guten physiologischen Funktionen. Als da sind Gefäßschädigungen, da werde ich auch noch was dazu sagen. Dieses Amyloid-Beta kann dann deutlich schlechter aus dem Gehirn entfernt werden. Die Neurogenese, sprich also die Neubildung von Nervenzellen im Gehirn, wird gehindert oder behindert. Glukosemetabolismus, also der Zuckerstoffwechsel, das macht alles dieses Gen. Ich habe Ihnen dieses Bild mal mitgebracht, weil es sehr eindrücklich für mein Gefühl ist. An diesen Lebensstil ist unser Genom angepasst. Und jetzt fragen Sie sich kurz, welchen Lebensstil praktizieren wir heute? Das heißt also, wenn Sie auf dieses Bild gucken, dann sehen Sie, was ist das für ein Lebensstil? Auf unsere Zeit übertragen oder wenn man die Verbindung sucht, dann ist das ein Lebensstil, der von starker körperlicher Beanspruchung gekennzeichnet ist. Die Menschen mussten damals fast 100% ihrer Zeit damit verbringen, die Nahrung zu suchen. Und das war anstrengend. Nahrungskarenz, mit anderen Worten, es gab manchmal was zu essen und manchmal gab es nichts zu essen. Dieses ständige Essen, was viele sich angewöhnt haben, nicht aus bösem Willen, sondern weil es einfach eine schlechte Angewohnheit ist, dieses Snacking so zwischendurch, dafür ist unser Genom nicht eingerichtet. Und noch etwas schärfer formuliert, Hungerperioden sind gut für uns. Nicht in dem Sinne, dass es jetzt gut wäre, dass wir jetzt 4 Wochen hungern oder sowas. Da gibt es natürlich eine Grenze. Aber mal einen Tag nichts essen, mal einen Tag das Abendessen wegfallen lassen, mal 3 Tage fasten und so weiter und so weiter. Dafür sind wir genetisch ausgestattet. Und wenn wir das nicht machen, dann müssen wir früher oder später oder in irgendeiner Form doch einen Preis dafür bezahlen. Der muss nicht Alzheimer heißen, aber diese Mangelsituation, dafür sind wir genetisch ausgestattet. Umwelttoxine und so weiter,
Sie sehen, von Handystrahlen ist hier auch da nichts zu sehen und zu merken. Es gibt keine Flachbildschirme, es gibt auch keine Computer. Man lebt unter freiem Himmel, Luftverschmutzung quasi unbekannt und so weiter und so weiter. Und hier habe ich Ihnen mal sozusagen das Gegenmodell, was ja nun heute durchaus weit verbreitet ist, mitgebracht. Da sehen Sie quasi so in diesem Bild, das hat mir gut gefallen, weil dieser Herr hier all das verkörpert, was man eigentlich nicht machen sollte. Ja? Das heißt, er nimmt sich keine Zeit zum Essen und hetzt sozusagen durch die Mittagspause. Das Brötchen, was er da isst, das ist vermutlich so eine Art Hamburger oder sowas mit viel schlechten Fetten, mit viel Zucker, mit irgendwelchen Kombinationsstoffen und Stoffen, die also die Nahrung dann haltbar machen, Konservierungsstoffe und so weiter. Vorne sehen Sie die Pommes frites, da ist wahrscheinlich Transfett drin. Transfett ist also so ziemlich das Übelste, was Sie Ihren Gefäßen antun können. Da hinten steht ein Milkshake, der besteht zu 50% aus Zucker und zu 50% aus Fett. Und dann starrt er da auf seinen Laptop, kriegt vielleicht noch ein bisschen Strahlung ab und ans Essen denkt er ja überhaupt nicht, sondern das ist dann nur Kalorienaufnahme. Und so wie der Herr aussieht, wird Sport ein Fremdwort für ihn sein und entsprechend sich nicht bewegen und. Diesem genetischen Einfluss, von dem ich gesprochen habe, möchte ich was entgegensetzen und das ist die hoffnungsvolle Botschaft, die frohe Botschaft, die sogenannte epigenetische Chance. Das heißt, wir haben nicht nur eine Genetik, das ist sozusagen die Hardware, mit der wir auf die Welt kommen, an der wir auch nichts ändern können, sondern wir haben eine Epigenetik. Das heißt, Epigenetik heißt, dass wir mit unserem Lebensstil die Gene, die wir haben, entweder ein- oder ausschalten können. Nicht alle, aber einige. Das heißt, mit anderen Worten, wenn Sie jetzt ein Diabetes-Gen geerbt haben von Ihrem Vater, von Ihrer Mutter oder wenn Sie Pech haben von beiden Elternteilen, heißt es nicht, dass Sie Diabetes bekommen müssen. Sondern, wenn Sie ein bisschen Glück haben und entsprechend gegensteuern, können Sie mit Ihrem Lebensstil den Diabetes verhindern. Und genauso ist es mit Alzheimer. Das heißt, Sie können sehr wohl die schlechteste genetische Variante haben, die Sie für Alzheimer prädisponiert, aber Sie kriegen ihn nicht, weil Sie entsprechend gegensteuern mit dem Lebensstil, den ich schon so ein bisschen habe anklingen lassen. Ich werde das noch ein bisschen vertiefen. Und diese Möglichkeit hat jeder von uns im jeweiligen Rahmen. Zuckerverbrauch in Deutschland. Zucker war früher ein Gewürz. Zucker war teuer, Zucker war selten, Zucker war schwierig zu bekommen. Wurde aus fernen Ländern herbeigeschafft und ganz wurde sozusagen in homöopathischen Dosen benutzt. Sie sehen also, dass, wenn Sie mal links auf die Kurve gucken, links unten, da sehen Sie, dass wir irgendwann angefangen haben mit einem Zuckerverbrauch pro Jahr in Kilo von 3 Kilo pro Jahr und dass sich das massiv gesteigert hat im Laufe der Jahrzehnte und dass wir also heute bei einem Zuckerverbrauch ungefähr von 35 Kilo pro Jahr und Person. Da sind also Babys und Greise mit einbezogen, die wahrscheinlich weniger Zucker essen. Und dann können Sie sich vorstellen, wie der große Durchschnitt im mittleren Lebensalter, wie viel Zucker wir also zu uns nehmen. Und man kann das auch umrechnen auf den Tag. Wenn Sie das auf den Tag umrechnen, dann sind das ungefähr 100 Gramm Zucker pro Tag. Und jetzt frage ich Sie, wie viel Würfelzucker sind das
die wir jeden Tag zu uns nehmen. Wer bietet mehr? 100, höre ich. Wer bietet mehr oder weniger? Okay. Jeder von uns nimmt im Durchschnitt da ein Würfel Zucker knapp 3 Gramm wiegt. Jeder von uns nimmt jeden Tag 30 Stück Würfel Zucker zu sich. 30. Also richtig so ein kleiner Berg. Und das ist nur der Zucker. Das heißt, die anderen Kohlenhydrate kommen noch dazu. Sprich also Nudeln und Kartoffeln und Brot und Reis. Das heißt also, diese Kohlenhydratmasse, dafür ist unser Genom nicht eingerichtet. Diese Zuckermengen, die gab es früher nicht. Der Steinzeitmensch, wenn ich den mal so beschreibe, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, der hat vielleicht mal 2-mal im Jahr ein Bienennest gefunden und das war schon schwierig genug, weil da die Bienen kommen und die haben das nicht so humorvoll gefunden, wenn der da also den Honig rausholt. Oder er hat vielleicht mal irgendwie so eine ganz saure Frucht gefunden, eine kleine saure Frucht. Das war dann der Zucker bzw. die Kohlenhydrate. Und diese Kohlenhydratmasse, dass wir sozusagen an jeder Ecke einen Bäcker finden oder einen Supermarkt, wo wir uns also bedienen können, das ist von der Evolution nicht vorgesehen und deswegen, das ist unphysiologisch und deswegen ist es sehr, sehr schädlich, weil eben der Zucker Gefäßschäden macht und auch ein hoher Risikofaktor ist für Alzheimer. Manche Neurologen sagen, der Zucker bzw. das Krankheitsbild Demenz ist ein Diabetes Typ 3. Ja, es gibt eigentlich 2 Typen von Diabetes, es gibt noch Untertypen, aber es gibt im Großen und Ganzen Typ 1, der angeborene, Typ 2, der erworbene und dann manche Neurologen sagen, Typ 3, das ist Alzheimer. Ja, was macht denn dieser Zucker zum Beispiel? Der Zucker macht sogenannte Makro- und Mikroangiopathien, sprich also schädigt die Gefäße. Und hier habe ich Ihnen mal so ein Bild mitgebracht. Das passiert bei jedem von uns, wenn wir älter werden, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Das heißt, manche, die also Glück haben, können durchaus mit relativ gesunden Gefäßen alt werden. Hängt mit verschiedenen Einflussfaktoren zusammen. Aber hier sehen Sie so mal ein Beispiel, wie das verlaufen kann. Das heißt, in dem Bild oben links, da sehen Sie, dass hier noch ein gewisser Blutfluss da ist. Und zwar das, was Sie da so als gelbe Masse sehen, das ist Fibrin. Sprich, das hält sozusagen diese Plaque, diese Ablagerung werden Plaque genannt, hält diese Plaque stabil. Und eigentlich ist das noch ein relativ unproblematischer Befund. Bei dem zweiten Bild, weiter unten drunter, da sehen Sie, dass diese Fibrinkappe, die hier also ziemlich dick ist, dass die also bereits abgeschmolzen ist. Das ist gefährlich, weil also dann diese Plaque reißen kann, beziehungsweise in dem dritten Bild unten rechts kann sich also dann ein Thrombus bilden, sprich also diese Plaque kann aufreißen, sie kann wandern. Dann kriegt man, wenn man Pech hat, eine Embolie und so ein wandernder Thrombus, der dann zu einer Embolie wird, eine Lungenembolie zum Beispiel, ist meistens tödlich. So, letzten Endes fragen wir uns natürlich, ja, was können wir denn tun? Und da will ich Sie auf eine Tatsache beziehungsweise auf eine Möglichkeit hinweisen, die Sie vielleicht auch schon kennen oder schon mal gehört haben aus dem Biologieunterricht. Jeder von uns hat in seiner Zelle Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zellen. Dort wird die eigentliche Zellenergie hergestellt. Das heißt, die Nahrung, die wir aufnehmen, die 3 Nahrungsbestandteile Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß, die werden in einem ziemlich komplizierten physiologischen Prozess in der Zelle verarbeitet und die Energie,
die wir, die jede Zelle braucht und quasi die Lebensenergie, die wir haben, die findet in den Mitochondrien statt. Und da habe ich Ihnen mal hier so ein Bild mitgebracht, damit Sie das mal sehen. Diese sieht so ein bisschen aus wie so kleine rote Schiffchen. Und das sind Mitochondrien. Hier, diese roten, ja, wie gesagt, so wie kleine Bötchen sieht das aus. Und die mitochondriale Gesundheit ist ein wesentlicher Faktor für die gesamte Gesundheit. Ohne gesunde Mitochondrien können Sie nicht gesund sein. Deswegen müssen wir uns um unsere Mitochondrien kümmern. Und jetzt ist dieses Bild hier so schön künstlerisch gestaltet. Jeder von uns hat in der einzelnen Zelle Tausende dieser Mitochondrien. Also sie sind ganz, ganz winzig und sie imponieren quasi nur durch ihre Vielzahl. Und wie kriegt man denn gute Mitochondrien? Selbstverständlich sind also bestimmte Nährstoffe erforderlich, die oft fehlen. Heute kann man das wunderbar messen, Mineralstoffstatus im Blut, kann jeder Arzt leicht, sogar jeder Heilpraktiker kann das also dann in Auftrag geben. Ich habe Ihnen hier ein paar mitgebracht, die wichtig sind und oft vergessen werden. Alpha-Liponsäure und L-Carnitin, insbesondere wichtig für den Fettstoffwechsel. Ohne L-Carnitin können Sie die sogenannte Beta-Oxidation, das ist also die Fettsäureproduktion oder besser gesagt die Verdauung der Fette und die Überführung in die Mitochondrien und in die Energieproduktion nicht bewerkstelligen. Vitamin B sind wichtig, dieses NAD, Nicotinamid, auch etwas, was oft vergessen wird, Coenzym Q10, das betrifft insbesondere Menschen, die also Statine, sprich also diese Lipidsenker, Fettstoffwechsel, die mit Fettstoffwechselstörungen vom Arzt eben diese Statine verschrieben kriegen, Statine senken dieses Coenzym Q10. Schilddrüsenunterfunktion bei den älteren Herrschaften sehr, sehr häufig. Das sind also Leute, die also so, ja, also schon vielleicht mit 60 oder so, so ziemlich schleichend durch die Gegend laufen, keine Energie mehr haben, die müde sind, die auch zunehmen, leicht frieren und so weiter und so weiter. Das ist dann die Schilddrüse und das sollte man dann entsprechend mal kontrollieren und mal gucken, wie sieht das denn aus mit Jod, Eisen, Vitamin D zum Beispiel. Also in meiner Praxis kommt nie ein Patient, der einen guten Vitamin D-Spiegel hat, wenn er nichts einnimmt. Wir können, da wir nicht mehr in die Sonne gehen, beziehungsweise nicht genug, und da wir keinen Fisch essen oder kein Fischöl nehmen, hat praktisch jeder von uns einen Vitamin D-Mangel, es sei denn, er substituiert. Diese Hitze- und Kälteexposition habe ich schon angesprochen. Das ist etwas, was ja auch häufig vergessen wird. Wie oft schwitzen wir? Ja? Schwitzen ist eine tolle Entgiftung für den Körper. Aber was noch häufiger ist, was wir vergessen, ist die Kälteexposition. Denken Sie wieder an den Steinzeitmensch, der hat auch mal gefroren und das nicht zu knapp. Und in gewissen Grenzen ist diese Kälteexposition genauso gut für uns wie die Wärmeexposition. Denken Sie mal an die Sauna, im Moment Corona-bedingt fällt die meistens aus, aber wenn ich in die Sauna gehe, stelle ich also fest, dass 90% der Saunabesucher das kalte Becken auslassen. Und ich frage mich immer, ja warum, dieses kalte Becken, das ist was Tolles. Ja, aber, und das ist kolossal wichtig, dass wir also auch diese Kälteexposition uns mal zuführen. Nahrungsmangel habe ich schon angesprochen, Ketose ist ein Spezialgebiet, da können wir heute nicht drüber uns vertiefen. Omega-3-Fettsäuren fehlen meistens in unserer Ernährung, sprich also Fisch, diese EPA und DHA, das sind diese Omega-3-Fettsäuren. Und was machen die? Die helfen, dieses Beta-Amyloid, von dem ich schon gesprochen habe, aus dem Gehirn zu entfernen, Inflammation, sprich also Entzündung. Es gibt keinen Alzheimer ohne Entzündung im Gehirn und beziehungsweise auch ohne Entzündung im ganzen Körper. Und da sind diese
Omega-3-Fettsäuren sehr geeignet, diesem Prozess entgegenzuwirken. Und auf der nächsten Folie sieht man mal den Unterschied zwischen Japan und Deutschland. Dort wird natürlich viel Fisch gegessen, das ist eine große Insel. Und dass die Alzheimer-Mortalität pro 100.000 Einwohner, das spricht also, wie viele Einwohner sind denn an Alzheimer erkrankt? Und dann sehen Sie, dass das ziemlich ungleich verteilt ist, dass wir also eine Sterblichkeit haben von 17 ungefähr in Deutschland, und in Japan ist es also, man kann sagen, ein Drittel ungefähr nur. Ja? Und ob das jetzt nur an den Omega-3-Fettsäuren liegt, das wäre vielleicht etwas gewagt, aber auf jeden Fall, es muss an dem Lebensstil liegen und an der Ernährung liegen und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, es ist beeinflussbar. Gehirngerechte Ernährung. Ja, hier habe ich Ihnen mal so mitgebracht, das, woran man denken könnte, wenn wir unsere Ernährung, die wir ja nun relativ leicht beeinflussen können, mal etwas genauer angucken, dann haben wir die Nahrung, schwefelhaltige Nahrung, Zwiebel, Knoblauch, Bärlauch und so weiter. Die Beeren sind kolossal wichtig. Ja, also jetzt war ja gerade die Beerenzeit, Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Blaubeeren und so weiter und so weiter. Gesunde Öle habe ich schon angesprochen, natürlich die Omega-3-Fettsäuren, Oliven, Olivenöl, Kurkuma ist so in den letzten Jahren, gibt es inzwischen gute Forschung drüber, ist also besonders antiinflammatorisch, sprich also senkt die Entzündung im Körper, dieses Amyloid wird also positiv beeinflusst, Arteriosklerose, Sie erinnern sich an das Bild, was ich Ihnen gerade gezeigt habe von den verstopften Gefäßen. Grüner Tee, ja, also da sollte man gucken, dass man nicht unbedingt den billigsten nimmt aus China, sondern wenn Sie kriegen können aus Japan, das ist meistens deutlich besser, was die Schadstoffe betrifft. Und Fisch natürlich, wobei Fisch auch immer mit Fragezeichen, weil der Fisch, den wir heute essen, der ist natürlich auch belastet. Und wenn Sie dann Fisch essen, und ich empfehle eigentlich den Fischgenuss, aber bitte nur die kleinen Fische, also beispielsweise nicht den Thunfisch. Der Thunfisch ist ein sehr großer Fisch und der Thunfisch isst die kleinen und lebt relativ lange. Er akkumuliert alle Schwermetalle und insbesondere das Quecksilber. Das heißt, ich habe manchmal Patienten, dann frage ich nach der Ernährung und dann kommen wir auch auf den Thunfischsalat. Und wenn ich dann das Quecksilber messe im Blut, im Urin oder in den Haaren, kann man das auch messen, finde ich also hohe Quecksilberwerte. Also bitte den Thunfisch weglassen, keinen Thunfischsalat, sondern die kleinen Fische. Da gibt es ja aber auch eine schöne Auswahl, Lachs, Makrele, Hering. Also da kann man ja auch zugreifen. Kann man sein Gehirn trainieren? Ja, interessante Frage. Wir würden ja gerne irgendwie unser Gehirn trainieren. Grundsätzlich kann man sagen, ja, man kann sein Gehirn trainieren, aber nicht so, wie man das gemeinhin denkt. Denn wenn Sie jetzt sagen, okay, ich bin ja nicht faul, ich löse Kreuzworträtsel, dann werden Sie besser im Kreuzworträtsel lösen. Aber die Übertragbarkeit, also den Transport sozusagen auf andere Hirnfunktionen findet nicht statt. Wenn Sie also Schach spielen, sagen, ja, ich bin ein schlauer Mensch und ich spiele jetzt Schach, da trainiere ich mein Gehirn, das ist leider eine zu einseitige Tätigkeit, eine zu einseitige Beanspruchung des Gehirns, sondern es kommt darauf an, etwas zu finden, was relativ anspruchsvoll im Sinne von breiter Anwendung der verschiedenen Gehirnkapazitäten ist. Und da habe ich Ihnen drei Beispiele mitgebracht. Da wäre also auf der linken Seite das Sprachenlernen. Und da kommt es darauf an, dass man die Sprache aktiv spricht. Nützt also nichts, wenn Sie jetzt Englisch einen Film sehen oder wenn Sie irgendwas lesen auf Englisch. Das ist besser als nichts. Aber die Effekte sind deutlich besser, wenn Sie die fremde Sprache sprechen. Es ist eine Tatsache, dass Menschen, die zweisprachig oder sogar drei- oder viersprachig sind, da gibt es ja auch zum Glück immer mehr, deutlich weniger Gehirnleistungsstörungen und auch Alzheimer haben, als diejenigen, die eben nur ihre eigene Muttersprache sprechen.
Eine schöne Aktivität ist das Tanzen. Habe ich gerne hier mit reingebracht, weil es was Angenehmes ist und weil es was Schönes ist. Tanzen ist, wenn Sie das richtig machen, eine anspruchsvolle Tätigkeit oder besser gesagt Aktivität. Denn insbesondere die Männer sind ja da gefordert. Ich darf meiner Partnerin nicht auf den Fuß treten, ich muss an den nächsten Schritt denken, ich muss auf die Musik hören, ich muss mir was tanzen wir denn überhaupt, welcher Tanz ist das denn? Ich muss gucken, dass ich also nicht mit meinem Ellenbogen dem anderen Tänzer jetzt hier einen in die Magengrube oder gar ins Gesicht haue und so weiter und so weiter. Also eine sehr sowohl geistig als auch emotional ansprechende Tätigkeit. Und das ist gut für unser Gehirn. Tänzer sind in gewisser Weise, also geschützt wäre übertrieben, aber Tänzer, die das langjährig machen, entwickeln einen schützenden Effekt. Und last but not least, Musik machen. Die Betonung liegt auf Machen. Nützt also nichts, Musik zu hören, sondern selber ein Instrument spielen, weil auch das eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit ist, geistig. Ja? Wenn Sie Klavier spielen, müssen Sie an die Noten denken, an den Rhythmus, an den Takt, Viertelnoten, Achtelnoten, Sechzehntelnoten und so weiter, hören, sehen, gleichzeitig die Tasten, Gitarre spielen und so weiter. Also selber ein Instrument spielen oder eins lernen. Stress ist natürlich ein Thema, selbstverständlich. Dauerstress ist ein Killer und wir müssen versuchen, mit dem Stress umzugehen. Keiner von uns ist gegen den Stress gefeit. Wir können dem Stress nicht aus dem Weg gehen oder meistens nicht, sondern der ist Teil unseres Lebens. Was wir aber können, ist die Art und Weise, wie wir mit dem Stress umgehen. In welcher Weise oder wie lassen wir es zu, dass der Stress uns auffrisst? Und das kann man lernen. Man kann also lernen, mit dem Stress umzugehen oder den Stress entsprechend zu verarbeiten. Eben beispielsweise, indem man Yoga macht, indem man Meditation macht, die Stille suchen. Heute habe ich wieder gedacht, als ich bin vom Bahnhof dann ins Hotel gegangen und habe ich wieder gedacht, dieser Lärm überall, um Gottes Willen. Ja, und manche Menschen haben ja dann diesen Dauerlärm um sich und ist unphysiologisch, ja, dass dieser Dauerlärm da ist, das ist nicht vorgesehen von der Evolution. Leichtes aerobes Training. Die Idee eigentlich von Stress, der Steinzeitmensch hat auch vielleicht mal Stress gehabt. Nicht den gleichen wie wir, aber der hatte auch Stress, hat nichts zu essen. Oder der Säbelzahntiger saß da hinten im Gebüsch, was auch immer. Aber der hat den Stress muskulär beantwortet. Und das ist auch die Idee der Evolution. Das heißt, wenn wir Stress haben, idealerweise, wenn Ihr Chef jetzt wieder also besonders rüpelhaft war oder was auch immer, Sie können dem nicht entgehen. Idealerweise würden Sie jetzt einen Dauerlauf machen von 5 Kilometer oder von 10. Und wenn Sie dann zurückkämen und wären unter der Dusche gewesen, dann sind Sie wieder ein neuer Mensch. Und das ist eigentlich die Idee, die in unseren Genen steckt und für die Evolution uns vorbereitet hat. Und das können wir nachahmen, indem wir beispielsweise Ausdauersport machen. Natürlich mit begrenztem Eifer nicht im Sinne von Leistung erbringen, sondern von Entspannung und von dem Körper etwas Gutes tun. Und einmal sich so fühlen wie dieser Hund da, pro Tag. Ja, dass die einmal in eine Entspannungssituation kommen, wo sie sagen, wow. Was ist die stärkste und effektivste Stressbremse? Effektivste Stressbremse sind liebevolle Beziehungen. Ja, damit will ich an der Stelle mal Schluss machen und vielleicht in die Diskussion einsteigen. Ich habe hier auch mein Buch mitgebracht und habe ein paar dabei. Wenn einer eins mitnehmen will, da steht alles drin, was ich Ihnen gerade gesagt habe und noch ein bisschen mehr. Vielen Dank bis hier. Ja, vielen Dank. Ich möchte einfach noch so ein paar Fragen stellen, die in dem Zusammenhang, was Sie vorgetragen haben, mir wichtig erscheinen. Es ist ja jetzt von Ihnen immer wieder einerseits den Begriff Alzheimer genommen worden, auch in Ihrem Buch Alzheimer Stopp. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es natürlich den Begriff Demenz.
Die Medizin, die klassische Medizin unterscheidet das und sagt dann nicht einfach nur Demenz, sondern sie sagt gefäßbedingte, sogenannte vaskuläre Demenz einerseits und Alzheimer andererseits. Und meine Frage ging jetzt dahin, ist das für Sie eigentlich so eine nicht so wichtige Tatsache, dass man das trennt? Oder andererseits sind ja eine Reihe von Empfehlungen, die Sie gemacht haben, Beschreibungen, wie jetzt auch diese arteriosklerotischen Gefäße, sprechen natürlich für die Entwicklung der vaskulären Demenz. Also meine Frage ist einfach diese Trennung, die man in der Medizin macht und die ich durchaus auch in der hausärztlichen Praxis nachvollziehen kann, weil beispielsweise der vaskulär Demente, der hat einen Schlaganfall gehabt, der hat einen hohen Blutdruck gehabt und der geht so langsam in die Vergesslichkeit, während der Alzheimer-Patient doch oft in seiner gesamten Persönlichkeit erheblich verändert wird. Selbstverständlich ist das ein Punkt. Demenz ist der Überbegriff. Also demenzielle Erkrankungen ist der Überbegriff und der Unterbegriff ist Alzheimer. Alzheimer ist die häufigste Form. Und dann gibt es natürlich noch andere Demenzformen, also beispielsweise selbstverständlich die gerade angesprochene Gefäßdegradierung beziehungsweise diese arterielle Gefäß, von den Gefäßen her diese entsprechende Demenz. Und da spielen natürlich, Sie haben es ja schon angesprochen, andere Risikofaktoren eine Rolle, beziehungsweise dann die Auswirkungen sind ein bisschen anders. Wir haben natürlich auch da wieder den hohen Blutdruck, der ist für beide Demenzformen natürlich nicht gut, dass wir dann den hohen Blutdruck haben. Wir haben aber auch vor allem Diabetes, auch in beiden Formen und haben hier natürlich eine Möglichkeit, auch ganz gut einzugreifen. Das heißt, selbst wer also seinen Lebensstil nicht ändern will, wir haben ja heute schon ganz gute Diabetes-Medikamente und können den Diabetes im Anfangsstadium zumindest ganz gut in den Griff kriegen, dass also der Blutzucker bzw. also der Langzeitzucker, dass der nicht allzu hoch steigt. Das geht einigermaßen gut und auch die Blutdruckmedikamente, mit denen kann man heute an sich auch ganz gut arbeiten. Das Problem ist immer, dass die Compliance, wie wir da schon schön sagen, das heißt, gerade beim hohen Blutdruck und beim Diabetes genauso, der macht keine Schmerzen und der tut nicht weh und ja, ich habe ein bisschen hohen Blutdruck, aber diese Tabletten, die gefallen mir nicht und ich lasse die jetzt mal weg. Ja. Und das beim Diabetes ist es ähnlich, weil Diabetes tut nicht weh und das ist so ein bisschen dann die Problematik. Letztendlich führen beide Formen zu Zerstörungen im Gehirn, also die Gefäße werden zerstört, beziehungsweise Nervenzellen sterben ab. Und das Ergebnis ist sehr, sehr ähnlich und es ist einfach eine Unterscheidung, wo kommt jetzt die Demenz her? Die kommt einmal von den Gefäßen, ja, und andererseits beim Alzheimer ist die Genetik stärker verantwortlich und den Lebensstil etc. Ich meine, viele Ihrer Empfehlungen auch, die gemacht werden, die sich auf Alzheimer beziehen, aber die lassen sich ja auch auf einen gesunden Organismus einfach beziehen. Und nur der gesunde Organismus wird auch das Problem der Gefäßveränderungen günstig beeinflussen oder weniger dabei auftreten. Also insofern ist das eine parallele Entwicklung und auch eine, denke ich, gemeinsame Herangehensweise, einen gesunden Organismus herzustellen und dafür einzutreten. Wer das nicht tut, der wird bestraft. Ja, kann man das so sagen. Ist es. Früher oder später kommt eben die Rechnung. Nun nochmal zu einer interessanten Frage der Mitochondrien. Diese Kraftwerke, das lernt man ja im Medizinstudium, in der Biologieunterricht. Nicht ganz klar ist mir geworden, die Frage, wo ist denn nun
die schädigende Wirkung von mitochondrialen Störungen, was passiert da? Wie, und gleichzeitig natürlich, was passiert vielleicht in den Nervenzellen im Besonderen? Möglicherweise sind da besonders viele Mitochondrien. Ja, also wie ich Ihnen ja schon gezeigt habe, Sie erinnern sich an das Bild, eine Zelle kann nicht überleben ohne gesunde Mitochondrien. Und zwar haben die Mitochondrien einen doppelten Zweck. Meistens wird nur über die Energiebereitstellung gesprochen. Und das ist auch richtig. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Dort wird die Zellenergie produziert, wird in der Zelle abgegeben und dann steht die Energie in Form von ATP, Adenosintriphosphat, zur Verfügung, um eben die verschiedenen Funktionen, die in der Zelle ablaufen, sprich also Eiweißproduktion, Eiweißproduktion, Proteine und Peptide und so weiter und so weiter, dass die vonstatten geht, die sogenannte Beta-Oxidation, das heißt also die Fettsäuren müssen verstoffwechselt werden, dafür braucht man Energie. Und für die körperliche Leistung brauchen sie auch Energie. Das heißt, überall dort, wo besonders viel Energie gebraucht wird, haben sie besonders viele Mitochondrien. Beispielsweise im Herzen. Da haben sie in jeder Zelle, ich weiß die Zahlen jetzt nicht ganz auswendig, aber ich schätze mal so zwischen 10.000 und 20.000 Mitochondrien. Sehr viele Mitochondrien haben sie in der Niere, weil auch ganz viel. Sehr viele Mitochondrien wird auch meistens vergessen, haben sie in der Netzhaut. Man höre und staune. Der Sehvorgang ist ungeheuer energiereich, obwohl es hier eine winzige, diese Makula, also die Stelle des schärfsten Sehens, ist also unglaublich dicht besetzt. Es sind ja auch Nervenzellen. Also die Makula, die Netzhaut, ist bereits Gehirngewebe. Deswegen kann auch heute der Augenarzt, wenn er sich dafür interessiert, kann er sozusagen, das ist die einzige Stelle im ganzen Körper, wo man ins Gehirn gucken kann, von, zwar von außen, das ist die Netzhaut. Und die zweite Funktion der Mitochondrien, und die wird meistens vergessen, die ist sozusagen die Abfallbeseitigung. Und da kommt das wieder, was ich Ihnen gesagt habe, mit Nahrungskarenz zum Beispiel. Wenn wir die Zelle sozusagen zwingen, Energie zu produzieren, und das darf ja nicht aufhören. Ja, wenn die Zelle keine Energie mehr hat, stirbt sie früher oder später. Dann muss sowas wie eine Abfall, so ein Recycling-System da sein. Und das machen auch die Mitochondrien, beziehungsweise noch spezielle Zellorganellen, die in der Zelle sind und die quasi dort auch aufräumen. Aber dieses Aufräumen, das passiert nur, wenn wir die Mitochondrien bzw. ja, die Zelle stressen. Und zwar stressen im guten Sinne. Und stressen tun sie eben, indem sie mal Nahrungskarenz machen, weniger essen, mal ausfallen lassen, durch Sport beispielsweise. Das ist ja auch ein Stress, wenn er denn in gesundem Rahmen stattfindet. Oder auch mal durch eine Änderung der Ernährung, ja, dass man sagt, okay, ich esse jetzt mal, zum Beispiel mache ich mal eine ketogene Diät. Ich weiß, also ich esse relativ viel Fett und ich esse relativ wenig Kohlenhydrate. Das ist keine gute Idee, wenn man das langfristig macht, wenn man sozusagen immer macht, aber sozusagen diese Veränderung, das ist also sehr, sehr wichtig für die Mitochondrien. Ja, ich vielleicht möchte da noch mal einhaken. Energie. Jedes Organ, jede Zelle verbraucht Energie unterschiedlich. Die Organe, Sie haben es gesagt, die Netzhaut, die Nieren. Und jetzt kann ich hinzufügen, das Hirn auch das in Hirn ganz besonderem Maße, nicht? Besonders viel Energie. Und da muss man dann natürlich sagen, die Energie, die dort gebraucht wird und verwendet wird, ist Glucose, ist Zucker. Richtig. Die kritische Bemerkung zum Zucker kann ich zum Teil durchaus nachvollziehen, aber für das Hirn brauchen wir Zucker. Richtig, richtig. Vollkommen richtig, das Gehirn braucht Zucker, aber wie viel Zucker müssen Sie essen, damit das Gehirn genug Zucker bekommt? Frage. Die Antwort wird Sie vielleicht überraschen.
genau null. Warum? Es sei denn, Sie ernähren sich vollkommen schräg, also Sie essen nur Fett oder nur Eiweiß. Aus Eiweiß kann übrigens Zucker hergestellt werden. Neogenese heißt das, die Proteinneogenese in der Leber. Warum? Die Leber im Normalzustand, sage ich mal, hat also mehr als genug Zucker, also für 3 Tage auf jeden Fall. Und dann ist es, dann müssen sie aber auch schon viel Sport machen und so weiter, wenn die dann richtig leer sein soll. Die Leber hat auf jeden Fall genug Zucker. Und das hat die Evolution so eingerichtet, weil der Steinzeitmensch, der hat keinen Zucker gegessen. Oder er konnte zumindest in den, der hat mal über Wochen keinen Zucker zu sich genommen. Mit anderen Worten, das, was Sie sagen, ist natürlich richtig. Das Gehirn braucht Zucker, ganz klar, Glucose. Aber das heißt nicht, dass wir Zucker essen müssen. Ja? Weil die Leber sehr wohl in der Lage ist, das nicht nur zu kompensieren, sondern das ist eigentlich der Normalfall. Ja? Oder vielleicht noch mal ein anderes Beispiel, weil wir denken, ja, um Gottes Willen, ja, Zucker, die Industrie wirbt ja auch damit und sagt, ja, Energie, ja, essen mit Zucker, damit sie Energie haben und so weiter. Wir haben in unserem Körper 5 Liter Blut, ungefähr. Und jetzt die Frage, wenn Sie einen Blutzucker von 100 haben wollen, wie schaffen Sie das? Beziehungsweise wie viel Zucker müssen Sie zu diesen 5 Litern dazugeben, damit also auf dem kleinen Blutzuckermessgerät die Zahl 100 erscheint? Was glauben Sie? Wie viel Zucker müssen Sie dann essen? Null? Also Essen ist auch vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Wie viel Zucker muss sozusagen in den Blutkreislauf hinein? Egal, ob jetzt in Form von in der Leber, das heißt das Glykogen. Aber um in 5 Liter Blut das Zuckermessgerät sozusagen, ja, den Piekser, den viele Diabetiker ja kennen, auf 100 zu stellen, brauchen Sie 2,5 Gramm Zucker, also einen knappen Zuckerwürfel. Daran sieht man also, das muss ja eigentlich auch so sein, sonst werden wir werden alle nicht hier, weil wir werden nicht überlebt. Ja? Denn es gab keinen Zucker, schlicht und einfach, es gab keinen Zucker. Ja? Das mag in den Tropen, aus denen wir ja vermutlich herkommen, ein bisschen anders gewesen sein, ja? Weil da eben die Früchte da waren. Und die Sonne war da, die Früchte reifen lassen. Aber unsere genetische Evolution, die ist so lange, und diese Genetik haben wir heute in uns, immer noch, dass unsere Vorfahren, die eben vor 10.000 Jahren auch in unseren Breiten hier erschienen sind, nach der letzten Eiszeit und so weiter und so weiter, die haben monatelang kein Gramm Zucker gegessen. Wo sollte das herkommen? Vielleicht aus irgendwie, wenn sie lang genug auf irgendwelchen Gräsern oder Wurzeln gekaut haben, kam da vielleicht ein bisschen was. Aber das ist eine Mini-Menge. Ja? Also das zum Thema Zucker, Kohlenhydrate, Glucose fürs Gehirn und so weiter. Ich habe noch eine Frage. Bitte. Wenn wir doch genügend Zucker in der Leber haben, ja, wieso fordert das Gehirn dann immer Zucker an? Das ist ja so, dass wir immer wieder das Gefühl haben, wir sind unterzuckert. Also wir brauchen Zucker. Ja, ja gut. Das fordert ja immer wieder. Ne? Das verlangt Zucker, deshalb essen wir ja dann auch. Ne? Naja, das ist eine Stoffwechselstörung. Ja? Das heißt also, es ist eine Störung des Stoffwechsels. Das hängt natürlich, also der Zuckerstoffwechsel ist ja ein Zusammenspiel von mehreren Organen, da ist also die Leber beteiligt, da sind die Gefäße beteiligt, natürlich die Bauchspeicheldrüse beteiligt. Die Bauchspeicheldrüse ist übrigens ein winziges Organ, wenn man das quasi mal sich angucken würde. Das sind also winzige Bläschen quasi in der Bauchspeicheldrüse und die sind verteilt in der Bauchspeicheldrüse, winzige Bläschen, und wenn Sie die alle zusammenführen würden, dann hätten Sie größenordnungsmäßig so ein 20-Cent-Stück oder sowas, ja, vielleicht ein bisschen mehr.
Dort wird quasi das Insulin produziert, was den Zucker dann hoch und runter regelt. Und diese Störungen haben natürlich was mit der Bauchspeicheldrüse zu tun, weil Zucker, zumindest in dem Übermaß, in dem er heute genossen wird, ist toxisch für die Bauchspeicheldrüse. Ja? Also schon eine Störung dann quasi. Ja, die sich dann schleichend entwickelt. Das heißt also, wer zu viel Zucker isst, kriegt als erstes eine Fettleber. Ja? Man denkt ja gemeinhin, okay, Fettleber, also hast du zu viel Alkohol getrunken. Meistens nicht der Fall. Meistens ist es der Zucker, ja, der übrigens auch das Hüftgold macht, ja, in erster Linie, nicht das Fett. Ja. Ich meine, vielleicht kann man sich so darauf einigen, dass natürlich wir nicht Steinzeitmenschen nur sehen dürfen, sondern wir sind in einer evolutionären Entwicklung und natürlich in unserer Kultur spielt der Zucker oder das Kohlenhydrat in unterschiedlichster Form natürlich heute eine große Rolle. Und meine ich jetzt nicht, dass wir die Zuckerwürfel essen sollen, natürlich nicht. Aber ab und zu ein Stück Kuchen oder jetzt gerade die Trauben, das schmeckt einfach und das will man auch, nicht? Und in dem Zusammenhang aber nochmal eine Frage: Zucker ist auch chemisch gesehen Alkohol. Alkohol trinken wir auch, das gehört auch zum Leben. Aber die Frage der Zusammenhang Alzheimer, Demenz, Hirnveränderung und Alkohol, wie stehen Sie dazu? Hat sich jetzt bei mir vielleicht so angehört, als wäre ich sozusagen also der größte Feind des Zuckers und so einen asketischen Lebensstil. Ja? Selbstverständlich. Der Genuss und die Freude am Essen und auch die Freude am Genießen, die gehört natürlich dazu. Denn sonst mache ich ja wieder einen neuen Sack auf, der stressbehaftet ist. Das heißt, selbstverständlich ist das Stück Kuchen mal, sollte man auch mal zugreifen und die gesunde Bauchspeicheldrüse, die kann auch mal zwei Stück Kuchen oder ein Stück Schokolade oder was auch immer vertragen. Und beim Alkohol ist es genauso. Wir haben sogar Daten, die darauf hinweisen, dass also Menschen, die geringen Alkoholgenuss sich regelmäßig zuführen, eine höhere Lebenserwartung haben als Menschen, die gar keinen Alkohol trinken. Die Betonung liegt natürlich auf gering. Da gibt es so eine Daumenregel, dass man sagt, okay, für Frauen ein Glas Wein pro Tag und für Männer maximal zwei. Weil die Männer können also den Alkohol ein bisschen besser verstoffwechseln beziehungsweise entgiften. Alkoholdehydrogenase ist ein Enzym, das haben die Männer ein bisschen stärker und deswegen tun sich die Männer da ein bisschen leichter. Also mit anderen Worten, selbstverständlich gehört das dazu und Verteufeln von irgendwelchen Lebensmitteln ist unangebracht. Es geht nur um das richtige Maß. Ja? Und so ist es auch beispielsweise mit dem Sport. Es gibt ja nun Menschen, die laufen zwei Marathons pro Woche oder sowas. Da kann ich nur sagen, also die ruinieren ihren Körper ganz bestimmt. Natürlich kann ein 25-Jähriger, der gut trainiert ist, das dann auch mal aushalten. Aber was ich dann gerade so ältere Herren, ich gucke da auch auf mich, wenn die also dann noch mal ehrgeizig werden mit 55 plus und dann versuchen, noch mal Marathon zu laufen und, ja, dann ist es natürlich schädlich. Das heißt, das Stichwort heißt, Essen und Genießen in Maßen, den Sport betreiben in Maßen, aber nicht in Massen. Ja? Und insofern ist das natürlich vollkommen richtig. Ja. Ja. Sie hatten ja im Zusammenhang mit Stress diesen Hund, der sich da ganz entspannt auf dem Sofa schläft, erwähnt. Entspannung gehört zum Leben, zum Alltag, zur Gesunderhaltung in ganz besonderem Maße. Da ist jetzt nochmal meine Nachfrage. Wie steht es denn mit dem Schlaf? Ja, genau. Danke für die Frage. Das ist eine sehr gute und eine sehr wichtige Frage. Der Schlaf als Faktor für eine gute Gesundheit und natürlich auch für die geistige Gesundheit wird unterschätzt. Wenn wir
Stress haben, dann denken wir oft auch, okay, Stress bedeutet ja sehr häufig, dass wir unter Zeitdruck stehen. Bedeutet dann also sehr häufig, dass wir dann sagen, okay, ich würde ja gerne 8 Stunden schlafen, aber im Moment geht es nicht. Ich habe so einen Aktenberg hier auf meinem Schreibtisch liegen, der Chef steht jeden Tag hinter mir und so weiter und so weiter. Und ich kann jetzt nicht. Und vielleicht, wenn jetzt noch eine besondere Stresssituation da ist zu Hause, sprich also beispielsweise kleine Kinder oder was man sich alles vorstellen kann, beengte räumliche Verhältnisse, Stichwort Corona und so weiter und so weiter, dass wir so viel Arbeit irgendwie haben, dass wir sagen, gut, da muss jetzt der Schlaf dran glauben. Das heißt also, mit den 8 Stunden, forget it, dann machen wir halt 6 Stunden oder noch weniger. Und da muss man sagen, langfristig geht das natürlich schief. Warum? Es kommt auf die Tiefschlafphasen an. Und jeder von uns hat, ja, die Schlafforscher, die sagen so, zwischen 3 und 6 Tiefschlafphasen. Und auf die kommt es an. Das heißt also, das kann man heute messen, und die Theta-Wellen, das heißt diese ganz langen Wellen, die dann charakteristisch sind für diesen Tiefschlaf, und dann erholen wir uns. Und diese Erholung, diese Regeneration, das ist ungeheuer wichtig für die Zellgesundheit, also für unsere gesamte Gesundheit. Und ich warne also davor, dass man dann sagt, ja gut, also das kann man natürlich mal machen, insbesondere wenn man jüngeren Jahrgangs ist, ja, mit 20 oder mit 30, dann steckt man das schon mal weg, ja, 4 Stunden Schlaf, okay, das hält der gesunde Körper auch aus. Nur erstens, wenn wir älter sind, und zweitens, wenn wir das langfristig praktizieren, dann fehlen uns diese Tiefschlafphasen. Und in diesen Tiefschlafphasen kann der Körper nicht richtig regenerieren. Und die Regeneration, also wenn die fehlen, nicht richtig regenerieren. Und diese Tiefschlafphasen sind eben absolut wichtig und essentiell. Und man kann jetzt den Schlaf nicht irgendwie sozusagen künstlich verkürzen. Ja? Und abgesehen davon gibt es noch andere Faktoren. Stichwort wäre Melatoninproduktion. Melatonin ist unser wichtigstes Schlafhormon. Und ich habe wegen der Kürze der Zeit heute die Folie nicht dabei. Aber da sieht es so aus, dass die maximale Melatoninproduktion ungefähr im Alter von 10 Jahren da ist. 10 Jahre, also als Kinder. Und geht dann allmählich nach unten. Und im Alter von 50, 55 haben wir ungefähr noch 10% der frühen Melatoninproduktion. Sprich also, dieses Schlafhormon ist praktisch gar nicht mehr da oder sehr, sehr gering. Also schlafen wir schlechter, das kommt noch dazu. Und andere schlechte Schlafgewohnheiten sind, dass wir dann abends noch vorm Computer hocken und dann 5 Minuten, bevor wir uns also die Zähne putzen und ins Bett gehen, haben wir also noch irgendwelche E-Mails bearbeitet. Das ist natürlich Gift, absolutes Gift, weil der Körper ist es nicht gewöhnt, so wie ein Lichtschalter, okay, wach, Schlaf. Jetzt bin ich wach und zwar total wach, muss mich konzentrieren. Hier ist der Computer und E-Mail und was, Facebook vielleicht noch und. So, und jetzt Zähne putzen, Schlafanzug, Bett, schlafen. Das funktioniert nicht, ja, sondern auch da ist das über Jahrtausende, ja, ein genetisches Programm, was vielleicht einfach so über den Daumen gepeilt, würde ich sagen, eine Stunde mindestens. Oder den Krimi gucken dann, ja, dass man um 22 Uhr nochmal einen Krimi guckt bis 23.30 Uhr oder so und dann schnell ins Bett. Das ist natürlich Gift für einen gesunden Schlaf. Gut, der Schlaf kommt ja zum Glück auch auf natürliche Weise, auch mit weniger Melatonin, wenn die nötige Entspannung da ist, wenn man in einem gewissen Gleichgewicht lebt, wenn die Psyche in einer gewissen Balance ist, würde ich sagen. Und wenn das nicht der Fall ist, genau dann wird ja der Schlaf auch gestört. Also da hilft dann das Melatonin auch nicht mehr. Aber ich wollte noch auf eine andere interessante Frage, die Sie angeschnitten haben, nochmal nachhaken. Und das ging um den Bauch, um den Darm. Und man weiß ja heute, die Forschung besagt das richtig, dass es ein Hirn hier oben gibt und dass es ein Bauchhirn gibt, weil man weiß, dass ein enormes Potenzial an Nervenzellen im Bauchraum angesiedelt ist.
diesen Zusammenhang nochmal zu darzustellen, was bedeutet es denn, die Ernährung, die in den Darm ja kommt, dort verarbeitet wird, wie kann ich da und was muss ich tun, worauf muss ich achten, um hier ein sogenanntes gesundes Mikrobiom, also genau die Zusammensetzung im Darm, das zu erreichen? Genau. Ja, also dieses Wissen um die Darmgesundheit hat in den letzten 20 Jahren explosionsartig zugenommen und gerade, nicht nur, aber gerade auch bei Alzheimer ist also erstaunlich, welche Befunde es gibt und wie eng doch der Zusammenhang ist zwischen geistiger Gesundheit, körperlicher Gesundheit und insbesondere da der Darmgesundheit. Sie haben es schon angesprochen, wir haben also ganz mächtige Nervenfasern, die vom Darm ins Gehirn ziehen und vom Gehirn Darm, geht in beiden Richtungen. Das kann jeder auch selber leicht nachvollziehen, wenn Sie nervös sind, wenn Sie jetzt irgendwie eine Prüfung haben oder Sie sollen eine Rede halten, haben noch nie gemacht und so weiter, dann müssen Sie erstmal aufs Klo und dann vielleicht zweimal. Ja? Und wir sagen, ja, also das hat mir auf den Magen geschlagen. Meistens ist da der Darm mitbeteiligt. Irgendwas, der Chef hat auf mich eingeprügelt, verbal. Oder mein Ehepartner oder sonst irgendwas. Ja, und dann ist der Magen sicherlich, wir sagen, der schlägt mir auf den Magen, wir sagen, der schlägt mir auf den Darm, aber der Darm ist da garantiert beteiligt. Auch wieder die Evolution, ja, das heißt also, wenn wir in Stress geraten, wird die Darmbewegung gestoppt oder zumindest verlangsamt, weil die Evolution sagt, wenn du jetzt gegen den Säbelzahntiger kämpfen musst, dann ist der Darm vollkommen unwichtig. Du brauchst jetzt Kraft, du musst schnell sein, brauchen wir weder einen Magen noch eine Darmbewegung. Ja, was genau? Diese Nervenbündel, von denen ich gesprochen habe, dieser Nervus vagus, der zieht eben vom Darm über das Rückenmark mit den ganz feinen Verästelungen bis ins Gehirn. Wir wissen heute, Stichwort Neurotransmitter, das heißt also die Überträgerstoffe, die zwischen den Gehirnzellen die eigentliche Kommunikation bewirken. Ja, wir kennen ungefähr 100 von denen. Die wichtigsten sind so ein halbes Dutzend, haben Sie alle schon gehört, Acetylcholin, Taurin, auch Adrenalin, Noradrenalin und so weiter, das sind diese Überträgerstoffe. Und ein Teil dieser Neurotransmitter, man höre und staune, werden im Darm produziert, beispielsweise Serotonin. Die Serotoninproduktion, das ist so unser Wohlfühlhormon. Serotonin können Sie essen, gibt es verschiedene Formen, können Sie über Tryptophan, das ist der Vorläufer, verkauft Ihnen Ihr Apotheker, aus Tryptophan wird Serotonin hergestellt, wenn Sie Glück haben, gibt es auch noch verschiedene Bedingungen, die das erschweren, aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Mit anderen Worten, ob wir uns wohlfühlen oder nicht wohlfühlen, hängt von unserer Darmgesundheit ab. Und natürlich auch unsere geistige Gesundheit hängt auch davon ab, wie gut funktioniert der Darm. Und da, Sie haben das Stichwort schon genannt, heute nennt man das Mikrobiom. Wir haben im Darm mehr Mikroorganismen als Zellen, als sonstige Zellen im Körper. Ja? Das heißt also, es ist eine unvorstellbare Menge an Mikroorganismen. Wir kennen heute ungefähr so zwischen 500 und 1000 Mikroorganismen verschiedenster Art, die im Darm beheimatet sind. Die meisten sind gut für uns. Es gibt aber auch welche, die schlecht für uns sind. Es können Parasiten sein, das ist der einfachste Fall. Es ist aber auch häufig so, dass wir Ernährungsfehler machen, also beispielsweise zu viel süß, zu viel Fett, schlechtes Fett, zu wenig Gemüse, Stichwort Ballaststoffe. Im Schnitt essen wir zu wenig Ballaststoffe. Früher hat man dann ja gut, warum heißen die so? Das ist eben Ballast, da braucht man nicht, weg damit. Ja. Inzwischen weiß man, Ballaststoffe, ohne genügend Ballaststoffe, kein gesunder Darm. Ohne gesunden Darm kein gesundes Gehirn. Und man hat tatsächlich Veränderungen gefunden in Untersuchungen,
Und zwar Menschen, die Darmerkrankungen haben, bekannteste Colitis ulcerosa, das heißt also, das ist eine schlimme Entzündung des Darms, eine chronische Entzündung des Darms, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu entwickeln, beziehungsweise andere degenerative Erkrankungen des Gehirns, also auch Parkinson zum Beispiel oder MS. Und das ist ja frappierend, ja, dass also die Darmgesundheit zusammenhängt, und zwar naturwissenschaftlich beweisbar, also nicht irgendwie so eine komische esoterische Theorie, sondern naturwissenschaftlich beweisbar, Darmgesundheit, Gehirngesundheit untrennbar miteinander verbunden. Heute kann man das ganz gut untersuchen, und es gibt also immer mehr Daten, die darauf hinweisen, dass im Darm die frühesten Anzeichen einer Demenz erkennbar sind, ungefähr bis zu 20 Jahre vor Ausbruch einer Symptomatik. Das heißt, es sind überhaupt noch keine Symptome da, dann sind im Darm schon Veränderungen sichtbar, die nicht zur Demenz führen müssen oder gar Alzheimer, aber können, eine Disposition. Das ist einmal die Diversität, das heißt also, solche Menschen haben einfach zu wenig verschiedene Darmbakterien. Ja, man steht besser auf mehreren Beinen wie nur auf einem Bein und ganz unendlich stabiler Weise ist diese Vielfalt, Diversität heißt das, diese Vielfalt an Darmbakterien ist sehr, sehr wichtig für uns. Und das Zweite ist die Inflammation. Das heißt also, wer früh Inflammation im Darm, sprich also Entzündung im Darm, und die Entzündung, die kann so unterschwellig sein, dass man das überhaupt nicht merkt. Stichwort Silent Inflammation. Das heißt eine stille Entzündung. Ja, davon merken Sie nichts, ja, über Jahre. Ja, kann man aber heute messen. Und wenn das im Darm vorhanden ist, kann man es auch behandeln. Und zwar eigentlich naturheilkundlich. Da wäre also das Stichwort Nahrung, die fermentiert ist, zum Beispiel das gute alte Sauerkraut. Ja? Bifidobakterien, Lactobakterien und so weiter. Das Sauerkraut, ungekocht muss es natürlich sein, sonst sind die Bakterien ja wieder kaputt. Das rohe Sauerkraut oder auch diese probiotischen Joghurts, die es ja inzwischen gibt und so weiter. Damit kann man sich also was Gutes tun für den Darm und kann jeder mal so zwischendurch dann zugreifen. Ne? Ich esse auch zwischendurch mal gern Sauerkraut und esse auch mal zwischendurch einen Joghurt. Das muss nicht jeden Tag sein, aber auch eben durchaus mal daran denken. Also das Mikrobiom ist spannend und sicher ein Thema eines Abends sogar, weil es nicht nur auf das Hirn natürlich einen Einfluss hat, sondern auch auf viele andere Erkrankungen, Gefäßerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen. Also ich denke, da wird noch einiges auch zu erforschen sein. Ich wollte zum Schluss noch aber auf das Thema Ihres Buches kommen, das Alzheimer-Stopp-Programm. Ja. Das soll ja wohl ansprechen, jemand, der bereits in einer Alzheimer-Erkrankung oder in einer Demenz lebt und dafür die entsprechenden Symptome hat. Dafür empfehlen Sie oder haben Sie Empfehlungen, wie man den Prozess verlangsamen oder vielleicht sogar rückgängig machen kann? Ja, das Programm oder der Titel des Buches heißt das Alzheimer-Stopp-Programm. Ich bin da nicht so ganz glücklich mit diesem Titel, aber man darf dem Verlag auch nicht übel sein, wenn er so ein bisschen Marketing betreibt. Das ist nun mal so. Also, wenn ein Patient kommt, dann, oder muss noch nicht mal ein Patient sein, ist vielleicht ein Familienangehöriger oder ein Freund oder ein Bekannter, ein Verwandter und so weiter. Es geht erstmal darum, dass man vielleicht einen Status erhebt. Kann man relativ leicht machen, indem man einen Gedächtnistest macht, weil viele Leute machen sich also Gedanken und sagen, ja, also ich stehe vor der Bank und habe also meine Geheimzahl vergessen, so peinlich, hinter mir sind drei Leute warten und ich tippe da, ach du lieber Gott, habe ich jetzt Alzheimer. Und zu mir in die Praxis kommen ab zu Leute, die dann sagen, ja, ich habe vor meinem Computer gesessen und habe das Passwort, das ist das gleiche Passwort seit Jahren und ich habe das Passwort vergessen. Ja. Wenn nur das ist, ist es vermutlich relativ harmlos. Ja. Das heißt, man kann den Status erfassen,
und einfach mal gucken, ja, wo stehe ich denn? Die Gedächtnistests, die sind heute eigentlich so ganz gut durchführbar und dann weiß man, wo ist denn, ja, wo stehe ich denn? Und wenn man das hat, dann muss man sich halt überlegen, ja gut, wie ist es mit dem Stoppen? Das wäre sozusagen das erste anspruchsvolle Ziel. Das heißt, kann man heute eine Demenz oder eine beginnende Demenz stoppen? Die Antwort ist, in günstigen Fällen ja. Es gibt also inzwischen nach einem bestimmten Programm, was aus Amerika kommt und dem ich mich so ein bisschen angenähert habe, sind einige tausend Menschen schon behandelt worden. Und dieses erste Ziel, die Demenz zu stoppen, ist in manchen Fällen durchaus realistisch. In welchen Fällen? In den Fällen, wo A, der Patient nicht allzu alt ist, das bei einem 80-Jährigen wird es schwierig sein. Das heißt, wenn der Mensch aber erst 60 ist, dann, und die zweite Bedingung ist, dass die Symptome nicht allzu weit fortgeschritten sind. Wenn der Mensch schon total hilflos geworden ist und sozusagen 24-Stunden-Betreuung braucht, dann ist auch dieses Ziel unrealistisch. Dann wird die Krankheit einfach weiter fortschreiten. Aber das ist ja nur eine kleine Zahl, das sind dann die späten Alzheimer. Aber wer sich sozusagen am Anfang oder ein bisschen weiter als am Anfang befindet, bei dem ist dieses Ziel mit der richtigen Behandlung. Und wenn man das ernst nimmt, was ich Ihnen so ein bisschen vorgetragen habe, sprich also die Ernährung, die Bewegung, die Mineralstoffe, dass man die ordentlich und ab und zu mal Fisch essen und das Jod und das Vitamin D und. Wenn man das so ein bisschen kombiniert, weniger verlassen auf irgendwelche Medikamente, eine gute Blutdruckeinstellung, natürlich der Diabetes sollte entweder gar nicht da oder gut eingestellt und so weiter, ist dieses Ziel bei der genannten Konstellation ist realistisch. Ja? Das wird nicht bei allen gelingen. Ein anspruchsvolleres Ziel wäre es die Rückbildung. Und da streiten sich die Fachleute. Manche sagen, ja, Rückbildung gibt es nicht. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ich also schon Rückbildungen gesehen habe, die ich auch beweisen kann. Und das bin nicht nur ich, also ich bin ja nur ein ganz kleines Licht, sondern da gibt es also schon Forschung und da gibt es schon Untersuchungen, wo das also eindeutig gezeigt wurde. Auch da ist es so, dass die Leute nicht allzu alt sein dürfen. Je jünger sie sind, desto besser. Und zum Zweiten auch, in welchem Stadium präsentieren sie sich. Das heißt, ist es das Anfangsstadium, ist es sozusagen eine vorübergehende Vergesslichkeit oder eine punktuelle Vergesslichkeit, dass ich jetzt unter Stress hier meine Bankleitzahlen nicht mehr weiß oder mein Codewort für den Computer und so weiter und so weiter. Dann kann es in günstigen Fällen sehr wohl auch zu Rückbildungen kommen. Und das ist eigentlich das Revolutionäre, weil die klassische, ich sage jetzt mal, Schulmedizin ist mir so ein bisschen, ich benutze auch Schulmedizin, und das ist so ein bisschen, aber ich werfe es einfach mal in den Raum, so als plakativen Begriff, die Schulmedizin und auch die Neurologen quasi ja nichts haben, um das zu bewirken. Und es wird nicht helfen, eine Pille einzuwerfen oder irgendein Medikament einzuwerfen, sondern was hilft oder was nur das, was helfen wird, das ist zumindest meine Meinung und das habe ich jetzt über Jahre doch gesehen, ist eben diese Gesamtschau. Die Gesamtschau auf den Körper, auf den gesamten Organismus mit den verschiedenen Einflussmöglichkeiten, die wir ja besprochen haben. Ja. Gut, das ist sicher ein Ansatz, der sehr viel weiter geht als die meisten der Kollegen, nicht insbesondere der Neurologenschaft. Und insoweit eine interessante Feststellung und auch Empfehlung, weil Sie erstmals ja, wie Sie auch sagen, mit einem gewissen Erfolg Prävention betreiben kann und auch einen günstigen Behandlungsverlauf feststellen kann. Ja, wir sind an einem Punkt, wo, glaube ich, so gerade was Sie auch Ihre Botschaft ist, was auch in Ihrem Buch steht,
so das meiste angesprochen haben. Aber vielleicht gibt es noch unter Ihnen jemand, der dazu eine Frage hat. Dann bitteschön. Ich habe eine zweite Frage. Das eine Frage wäre jetzt zu dem Darm. So stille Entzündungen, sieht man das dann an der Darmspiegelung? Oder wie? Nein, die Darmspiegelung ist ein relativ grobes Verfahren. Das heißt, da kommt der Gastroenterologe mit seinem Instrument und der kann eigentlich nur die Polypen sehen, beziehungsweise wenn die dann schon weiterentwickelt, gar tumoröse Veränderungen etc., kann der dann sehr gut sehen und kann die dann abknipsen im günstigsten Falle. Und insofern ist die Darmspiegelung sozusagen gleichzeitig Untersuchung und Behandlung. Und das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Also sollte jeder auch in gewissen Abständen davon Gebrauch machen. Aber was Ihre Frage betrifft, nein, das kann er nicht sehen, denn das sind mikroskopische Veränderungen, die also mit dem Instrumentarium nicht zu erfassen ist. Aber die frohe Botschaft ist, das ist relativ leicht über eine Stuhlprobe zu bekommen. Ja? Also eine ganz einfache Stuhlprobe, in aller Regel machen Sie die zu Hause und dann kriegen Sie so ein Testkit und dann füllen Sie das mit ein bisschen Stuhl, schicken das ans Labor. Und dann kriegt man die Ergebnisse und dann sieht man das. Und was mich jetzt noch interessieren würde, das Vitamin D, das ist für mich immer auch so schon länger ein Thema. Aber ich bin mir eigentlich immer gar nicht so sicher, das normale Vitamin D, die veganen Toiletten oder was man sich da kaufen kann, nützen die denn was eigentlich? Weil ich halt da schon andere Sachen lese. Ich muss es kurz wiederholen für die Leute, die im Streaming sitzen zu Hause. Ihre Frage betrifft das Vitamin D und den über den Knochenbau jetzt hinausgehenden positiven Effekt. Ja, so habe ich es verstanden. Ja, genau. Also ja, ob die einfach sinnvoll sind, dass man die da kaufen kann oder ob das eigentlich, weil ich habe halt schon gelesen, dass die Dosis einfach viel zu niedrig wäre, diesen veganen Toiletten, was man da einfach jetzt also mal als Laie einfach in der Apotheke kaufen kann. Ja, also genau, also die Frage war nach dem Vitamin D, wie viel soll man da nehmen und nützt das überhaupt was, wenn ich das also ich darf ja hier keine Namen nennen, aber in dem Supermarkt um die Ecke kann man Vitamin D kaufen. Tatsache ist, dass wir generell gesprochen alle einen viel zu niedrigen Vitamin D-Spiegel haben. Das ist quasi Tatsache. Wer das messen lässt, der wird das also leicht bestätigt bekommen. Und jetzt ist die Frage, wie füllen wir den denn auf? Und jetzt kann man also nicht sagen, okay, das Produkt X, das nützt nichts, weil das sind ja viel zu wenig. Ja klar, es gibt also Vitamin D in unendlich vielen, mit den internationalen Einheiten üblicherweise gemessen. Und wie viel Vitamin D muss ich jetzt nehmen? Alle Vitamin-D-Produkte haben eben diese internationale Einheiten. Und jetzt ist es also so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, die müssten es ja eigentlich wissen, die empfehlen ein Vitamin-D, inzwischen haben sie es also erhöht, von 600 in internationalen Einheiten. Und wenn Sie das machen und wenn Sie das zu sich nehmen, die 600, das kriegen Sie noch nicht mal mit der Nahrung hin. Da müssen Sie jeden Tag also ein Kilo Fisch essen, dann geht es vielleicht. Also wir haben alle einen Vitamin-D-Mangel. Warum? Wir gehen nicht in die Sonne oder zu wenig in die Sonne. Natürlich soll man es da nicht übertreiben, Stichwort Melanom, Hautkrebs. Andererseits brauchen wir die Sonne, also auch hier wieder nicht massenhaft sich an den Strand legen und braten, sondern eine Viertelstunde in die Mittagssonne gehen, freie Oberkörper oder freie Arme wenigstens und so weiter, Vitamin-D-Produktion. Die nimmt aber unglücklicherweise, das Vitamin-D wird in der Haut produziert, die Vitamin-D-Produktion nimmt mit zunehmendem Alter ab. Das heißt also, es ist kaum damit getan, dass man sagt, ja gut, diese 600, das ist für meinen Dafürhalten lächerlich niedrig, weil ich messe jeden Tag Vitamin D und ich sehe, dass die Leute einen katastrophalen, wenn sie nichts nehmen, sowieso einen katastrophalen Vitamin D-Spiegel haben. Nur um mal eine Hausnummer zu geben, also Frauen, das ist meine Erfahrung und die kann man auch in der Literatur leicht nachlesen, also Frauen
kommen in ganz gut, auf einen ganz guten Vitamin-D-Spiegel ungefähr, ich rede jetzt von der Durchschnittsfrau, die dann irgendwie 60 Kilo wiegt oder sowas, ja, von 3000 Einheiten und der Mann braucht durchaus 4000 und wenn er groß gewachsen und 100 Kilo wiegt, dann braucht er auch 5000. Also das ist eine Riesendiskrepanz und dann kommen Sie auf einen Vitamin-D-Spiegel von 100 Nanomol beziehungsweise 40 Nanogramm und das ist ein vernünftiger, nach allem, was man von der Literatur weiß, ein vernünftiger Spiegel, der auch wichtig ist fürs Gehirn. So habe ich es auch schon gelesen gehabt und beim Hausarzt damals war mein Spiegel war auch total unter. Der hat halt dann gemeint, ich soll mir die Vigantolette kaufen. Ich sage, ja, aber das widerspricht sich doch, das sind doch viel zu wenig und überhaupt. Aber ja. Ich hatte dann das Gefühl, man kriegt es halt irgendwie gar nicht. Also, ja, da, gut, also, beim Vitamin D ist relativ. Dosis, ja, also hier war nochmal die Frage nach der, nochmal die Frage nach der Dosis und nach einem bestimmten Produkt. Da ist eigentlich beim Vitamin D ist es relativ einfach. Wir brauchen kein Rezept, sondern Sie, frei verkäuflich können Sie ja die 1000 Einheiten kaufen. Die hohen Einheiten sind verschreibungspflichtig. Dann müssen Sie halt, wenn Sie jetzt den Weg zum Arzt scheuen oder wenn der das nicht. Das war ja das Problem. Er hat ja dann gemeint, ich kann die Vigantolette nehmen, so die günstige. Das ja. Hohe Dosis wollte man ja nicht verschreiben. Das war ja das Problem. Ja, 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 genau. Also dann. Und der Wert war sehr weit unter meiner Ansicht nach. Ja, ja. Also das kann man ja eben heute messen und dann weiß man ganz genau, wie viel muss ich denn nehmen. Und dann müssen Sie dann 2 oder 3 oder 4 von denen jeden Tag nehmen, wenn Ihnen der Arzt die hohe Dosis nicht verschreiben kann oder will oder was auch immer. Ja. Also die gibt es natürlich, das Dekristol 20.000, einmal die pro Woche, wäre so eine Möglichkeit. Man kann das auf ein grünes Rezept verschreiben, es ist eben eine Rezeptpflichtigkeit. Das Einzige, was der Arzt eben verantworten muss, es gibt Menschen, die mit bestimmten Nierenkrankheiten, die zu Steinen oder Kries neigen. Und da muss ich immer das mit berücksichtigen, dass ich nicht einfach jede Menge Vitamin D schlucke und da noch Phosphat habe im Körper und daraus dann sich Kristalle ergeben. Ja, ganz genau. Also es gibt auch zu hohe Vitamin D-Spiegel, darf man nicht vergessen. Es ist ein fettlösliches Vitamin, das heißt also, es wird im Körper gespeichert und diese Speicherung kann also dann, ich sag mal, bei Leuten, die es also zu gut meinen, natürlich dann auch wieder detrimental wirken, sprich also durchaus negative, beispielsweise Gefäßverkalkung. Ja, also ich habe auch schon solche Fälle gehabt, ja, wo also gerade junge Menschen, junge Männer sind es meistens, die dann sagen, ja, Sportler und war tollen Vitamin-D-Spiegel, ja, und der Vitamin-D-Spiegel ist der Dreifache des guten Wertes, sage ich mal, die laufen Gefahr, andere Erkrankungen damit zu kriegen, die Niere, wie Sie schon angesprochen haben, aber auch eben Gefäßverkalkung. Ja, also man muss übrigens dann auch nach dem Vitamin K gucken, ja, weil also ein entsprechend hoher Vitamin K-Spiegel sorgt dafür, dass das Calcium und Vitamin D und Calcium haben eine enge Beziehung, sondern dass das Calcium in die Knochen geht, wo es hingehört und nicht in die Gefäße. Und da muss man dann vielleicht auch mal das Vitamin K messen. Und also immer wieder die Warnung vor Übertreibungen und wilden Einschaufeln von Nahrungsergänzungen, da muss man dann doch ein bisschen vorsichtig sein. A, D, E und K sind Vitamine, die entsprechend löslich sind und die auch gespritzt werden können. Also wenn Sie Ihren Arzt überzeugen, gibt hier in Stuttgart eine Apotheke, die das herstellt, als Spritze. Patienten mit Morbus Crohn und Colitis brauchen das sowieso, die kennen das auch, aber auch andere, die Mangelerscheinungen haben, kann man dieses A, D, E und K, Adek Falk, verschreiben. Gibt es noch jemand, der eine Frage hat? Ja, da hinten noch. Ja, also das MRT zeigt Befunde, sogenannte Flecken. Wie ist das zu bewerten in Richtung Entstehung einer Demenz? Ja, also danke für die Frage, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar haben wir natürlich
tüchtige Radiologen, die sowas heute feststellen können. Und jetzt ist es, ich möchte mal sagen, wenn so ein Fall vorliegt, zum Glück, kann man nicht sagen, dass das reine Vorliegen, ja, von diesen Kavitäten, sprich also sind sozusagen Hohlräume im Gehirn, dass die die Demenz beweisen. Denn also um die Demenz zu beweisen, gehört also schon noch ein bisschen mehr dazu als jetzt nur diese MRT-Aufnahme. Das kennt jeder von sich selbst vielleicht oder wer so ein bisschen ja, vielleicht sich mal im Bekanntenkreis rumgehört hat und so weiter und so weiter. Jeder Arzt, der mal auf ein Röntgenbild vom Rücken geguckt hat, stellt zwei oder ein MRT vom Rücken stellt zwei Phänomene fest. Das eine Phänomen ist, das MRT oder das Röntgenbild sieht katastrophal aus und der Mensch, der müsste eigentlich jetzt hier schon längst sozusagen vor Schmerzen aufschreien, den sich nicht mehr bewegen können und. Und der schreitet fröhlich pfeifend durch die Gegend, hat null Symptome und dem geht's gut. Und das Gegenbeispiel ist genau umgekehrt. Das heißt also, der Patient hat ein durchschnittliches oder vielleicht sogar ein unauffälliges, ein gutes Röntgenbild oder ein MRT vom Rücken. Da ist es eben sehr bekannt. Und er sagt also, ich habe sowas von Schmerzen und mir tut alles weh und ich kann mich weder setzen noch stehen, noch ich kann gar nichts mehr machen und so weiter und so weiter. Das heißt, diese rein morphologische Betrachtung ist zumindest einseitig. Das heißt also, dann müsste man kognitive Tests machen, sprich entsprechende Gedächtnistest, Gedächtnisleistung, Hirnleistungstest, um zu gucken, ja, wo steht der Mensch. Die Gefäße müssten angeguckt werden. Es gibt heute tolle Parameter, die man also im Blut messen kann. Es gibt einen Parameter, das LPPLA2, das würde jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall ist das ein spezieller Parameter, der Gefäßentzündung anzeigt. Es gibt einen generellen, der also die Entzündung im ganzen Körper anzeigt, das ist der CRP. Und es kann aber durchaus sein, dass das CRP niedrig ist und Sie trotzdem eine Gefäßentzündung haben. Sollte das der Fall sein, wäre das ein Hinweis, dass es eher eine problematische Situation ist. Also man muss mehrere Befunde zusammennehmen. Erst dann kann man dann irgendwann sagen, ja, Alzheimer oder Demenz, diese Art. Also nur der Befund MRT, das würde ich also, das ist Schmalspur. Wo kann man denn diese Gedächtnistests machen? Ja, die können Sie, wenn ein Arzt sich damit beschäftigt, das kann jeder Arzt machen, die Ärzte scheuen sich das meist, erstens haben sie es nicht gelernt und zweitens ist das ein bisschen zeitaufwendig. Dann gehen sie beim Psychologen, es gibt welche, die sich darauf spezialisiert haben, es gibt auch Sie haben da vorhin was gesagt, diese Memory-Kliniken, ja, vielleicht sagen Sie was dazu. Ja, also speziell in Stuttgart gibt es zwei sogenannte Memory-Ambulanzen. Eine am Robert Bosch, eine am früheren Bürgerhospital. Da können Sie, Ihr Hausarzt oder Neurologe kann Sie hinüberweisen und die machen Tests in sehr umfangreicher Weise und durch Gespräch und ordnen dann ihre Situation ein mit entsprechenden Empfehlungen dann auch. Nicht? Sie bieten dann sogar Kurse an, also über ein paar Wochen oder ein paar Monate, die als Demenzbehandlung zu gelten haben mit vielen Möglichkeiten, die ja auch von Ihnen angesprochen wurde, Musik, Singen, Bewegung. Also da durchaus werden Menschen mit gewissen kognitiven Einschränkungen, denen wird geholfen. Ja, ja, habe ich niemand übersehen? Wenn das nicht der Fall ist, dann glaube ich, haben wir so einen ganz schönen Über- und Einblick in diese Thematik bekommen. Und ich denke heute in einem neuen Aspekt im Vergleich zu früheren Veranstaltungen zur Demenz und Alzheimer eben doch diese ganzheitliche Sichtweise dargestellt bekommen, die besagt, nicht nur auf das Hirn zu gucken, sondern eben auf den gesamten Organismus mit vielen verschiedenen Facetten und dabei auch schädigende wie auch
schützende und unterstützende Faktoren zu beachten in unserer Lebensweise, in unserer Ernährung und damit eben die Demenzentwicklung, selbst wenn eine genetische Disposition da ist, so wie Sie es dargestellt haben, dadurch diese Demenzentwicklung zumindest zu verzögern und hinauszuschieben. Also man kann durchaus sagen, Prävention der Demenz ist möglich und sinnvoll, aber sollte wie immer bei Prävention möglichst frühzeitig begonnen werden. Ich will nochmal auf dieses Buch hier hinweisen. Er hat, glaube ich, sogar welche hier, wer das erwerben will. Sehr interessant und ist natürlich nochmal eine umfangreiche Darstellung von dem, was heute Abend angesprochen wurde. Vielen Dank, Herr Dr. Krag, dass Sie aus Wiesbaden hierher gekommen sind und dass auch Sie unter Corona-Bedingungen hier waren. Auch viele Grüße an die, die irgendwo zu Hause sitzen und sich das angesehen haben. Ich hoffe, Sie haben da etwas mitgenommen und jetzt auch dank dem Team im Hintergrund vom Bode-Bühl-Zentrum. Kommen Sie gut nach Hause. In 4 Wochen findet wieder, so Corona das erlaubt, eine Veranstaltung statt zum Thema Rheuma mit einem Stuttgarter Rheumatologen und einer Ernährungsberaterin. Auf Wiedersehen, kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.